Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar teste ich für euch mal das Spiel Rising Island, ja. Oder Island, wie auch immer. Habe ich vom Publisher bekommen. Bedanke mich dafür nochmal für den CD-Key. Und jetzt möchte ich mit euch dieses Jump'n'Run hier ein bisschen ansehen. Hat ein bisschen was mit, mit eben Switchen zu tun. Das gleichzeitig im Rennen und Jump-Manöver. Also, ihr werdet wahrscheinlich einige Fälle sehen. Ich starte mal ein neues Spiel. Ich habe das schon ein bisschen angetestet, dass ich damit ich weiß, was mich hier erwartet. Und dann schauen wir uns mal das Intro an. Okay, geht's noch länger? Hat sehr viele Soundeffekte, man hört schon. Ist mir so ein. Ja, wir brauchen deine Hilfe. Okay, ich glaube, vielleicht kann ich sogar vertonen. Vorher müssen wir diesen Tempel erreichen. Ach, da gibt es wieder Ton, okay. Wir müssen jetzt handeln. Dieses Indie-Spiel kommt über vom Publisher Sodesco Publishing von den Lone Hero Studios. Ja, leidige Helden, ne? Okay, anscheinend sind Typen Tempel und tja. Okay, kann man spielen, habe ich die Space. Ah, Schiff können wir schneller rennen. Okay, die Tagen sind auch gerade jetzt. Dimensionswechsel. Es ist so, das ist eine Wand, da kommt er nicht durch. Jetzt können wir mit Rechtsklick auf die Dimension wechseln. Und dann ist das Blaue passierbar. Jetzt können wir nicht durch das Rote. Das würden wir noch sehr oft in diesem Spiel brauchen. Wie ich das geschnallt hatte. So, und hier brauchen wir das jetzt, um hier hochzukommen. Muss ich wieder auf Rot wechseln, auf Blau. Hier auch wieder Rot. Ja, man kann ja runterfallen, wenn man zu früh wechselt. Wenn man sich den Boden Füßen wegzieht. So, schon mal erstmal gefällt, super. Ich sag, das kann hier öfters passieren mit dem Spiel. Über Potenzial, was schief laufen kann. Werde ich es garantiert hinkriegen. So, gehen wir hier in dieses Loch rein. Könnte auch Vulkan sein. Aha, Sauron persönlich. Oder irgend sonst was. Eins waren die Wächter, so wie wir. Er bewacht den nördlichen Tempel. Ein Wächter, ein Relikt niemals für einige Zwecke benutzen. Es ist unsere Pflicht, die Relikte zu schützen und den Frieden der Welt zu gewähren. Doch er hat dieses Regel gebrochen. Ach so, ein Wächter. Er benutzt das Relikt, um stärker zu werden. Wurde dadurch sehr mächtig. Als nächstes wird er die übrigen Lichter aus den verbleibenden zwei Tempeln stehlen.
Gibt vier Lichter, die in den zweiten Term versteckt sind. Okay. Wir haben jetzt zwei. Okay, wir müssen jetzt Kristalle finden, um die Tempel zu reaktivieren. Alles klar. So, und das ist auch ganz merkwürdig. Jetzt habe ich nämlich herausgefunden, man kann nicht immer durch diese Portale. So. Und jetzt haben wir hier dieses Portal. Und das geht nicht. Welches ist, kann ich aber wieder rausgehen wieder? Wenn ich jetzt die Dimension wechsle, da geht das plötzlich. Ich weiß nicht wieso. Ich habe keine Ahnung, wieso das nicht geht mit der blauen Dimension. Also das ist ein bisschen merkwürdig noch. Das habe ich noch nicht ganz gerafft, wieso das so ist. So, hier los. Jetzt haben wir auch sogar Wände, die man entsprechend die man entsprechend fokussieren muss, damit er auch damit man hier entlang laufen kann. Genau. Jetzt fängt es dann an, gleich, dass wir anfangen können zu failen. So, Dimensionwechsel. Ich glaube, dass die Kristalle sind. Wir haben schon zwei verpasst. Warte mal. Da ist noch einer. Boah, wo sind die aber versteckt, ey? Ah, da, okay. Gut. Haben wir jetzt irgendwas die Kristalle. Also gut, die kommen eben nach der Reihenfolge. Das heißt, man sieht halt sofort, wenn man was. Okay, wir haben einen Kristall verfehlt. Das heißt, wir gehen jetzt holen noch. Kann ich sein, dass wir den nicht mitnehmen. Oh, verdammt. Bisschen kriegen wir die Kamerasteuerung, habe ich dann. Man kann zwar den Maus die Kamera steuern, aber irgendwie, das ist so unpräzise. Okay. Egal, also wir haben jetzt das Ding. Kristall. Weil ich denke, wir brauchen die ja, um diese Portale zu öffnen, und wenn wir zu wenig haben. Oh, verdammt. Lustig. Da wir es noch nicht wollten schaffen, auf Anhieb, also wegen Kristallen, da haben wir es natürlich geschafft. Jetzt falle ich wieder runter. Habe ich zu früh jetzt. Okay. Ja, ich sag's ja. Failen hoch 3. Nein! Oh nee. Okay. Abgefangen. So. Jetzt geht's. So, jetzt haben wir's. Sehr gut. Geht doch. Wow, das war aber ganz haarscharf. Wir wären fast runtergefallen. Weil das so mit der Abgrund. Okay. Wow. Nein! Ich depp, zu früh gewechselt. Okay. Jetzt muss ich kurz schauen. Es hakt so ein bisschen spielen, ne? Kann ich das jetzt hier umstellen? Ja klar, hauen wir das Spiel in den Vollbildmodus. Was soll der Scheiß jetzt? Habe ich nie und nie mehr gewollt. Die Maus ist auch weg. Ach du Scheiße, was ist das jetzt hier? Die Maus geht nicht mehr. Na super, ich habe das Gefühl, jetzt bin ich erst recht hier weg raus. Ach du Scheiße. Ich kann nichts umstellen. Es geht gar nichts. So, kann ich jetzt. Das kann ich steuern, okay. Das sind wir gar nicht. Einstellungen, dann Video. Boah, ich kann die Auflösung gar nicht lesen. 62, das ist zu viel hoch. Hier wollte ich eigentlich auf Fast stellen. So, und dann. Ah,
Jetzt geht die Maßpartie wieder und ich kann sie nicht auswählen. Dann 82. Ja, 1980, ne? Mein Gott, entschuldige für dieses Problem hier, aber ihr seht schon, das Spiel hat uns irgendwo auch kleine Macken. Ja, da unten ist die auf die wollten. So. Okay. Ich hoffe, dass man die Aufnahme ein bisschen total verkackt, aber wahrscheinlich sieht es so lustig aus da. Okay, das Haken, das ist anscheinend doch das Spiel. Warum ist er nicht gelaufen jetzt? So, jetzt haben wir das Problem mit die Kamera. Mein Gott, ich drehe echt durch. Bis jetzt sah es immer gut aus für euch. Sah als ob das Spiel keine irgendwelche Probleme hat. So, hier hoch. Okay, Wand ab. Ist jetzt schon. Lol, ich kann nicht springen sollen. Okay. Wieder mal ein klassischer Fail. Aber muss auch wieder sein, sonst wäre es zu einfach. So. Ich glaube, hier war es nämlich so, dass wir hier nicht rein mussten. Hier gab es doch nämlich, glaube ich, hinten noch einen Geheimgang. Da war gerade ein Kristall versteckt. Was nicht? Oh, nie? Ich dachte mal. Haben wir schon alle Kristalle? Na, komm mal gern. Sehen wir jetzt gleich. Aber wir haben alle Kristalle. Okay, gut, sehr gut. Die erste Map der Wiesen abgeschlossen. So. Okay, wir können anscheinend irgendwo anders wohin bis jetzt. Gehen wir suchen mit Blau mal wieder. Aber warte mal, wird wahrscheinlich wieder nicht funktionieren. Oder doch, wieso geht's denn jetzt? Das graf ich echt nicht. Einmal geht's, einmal nicht. Sollte man irgendwie eine Logik dahinter sehen. So, den ersten haben wir. So, den zweiten haben wir auch. Ja. Warum springe ich denn jetzt weg? Brauche ich ja gar nicht. So. Der ist blau, da müssen wir. Oh ja, genau. Das, wir haben es auch auf Englisch eingestellt, das Spiel. Wieso auch immer. Ich habe es mal umgestellt, wahrscheinlich, weil ich das Spiel neu gestartet habe, hat auch das hier umgestellt. Weil das Intro war auf Deutsch, also irgendwie. Also, ihr seht schon, das Spiel hat schon ein paar kleine Bugs noch, aber. Das Spielbezug macht auf alle Fälle Laune. Kann ich schon mal zu mal sagen. Ja. Gut, den Stein haben wir immerhin. Okay, ich schwebe gerade. Hier war die Laufanimation gerade weg. So, wie viel haben wir verpasst? Keinen einzigen, okay. Okay. Nein! Ich bin zu früh. Oh nee, die Stelle ist verdammt schwierig. Da habe ich letztens so oft gefailt. Beim ersten Mal, wo ich hier war. Gut, das Problem war, ich wusste eigentlich, ich habe nicht daran gedacht, dass ich hier auch wechseln muss, um die Jumpflächen zu wischen. War ich das Hauptproblem. Wow. Oh, ah, hier. Hier war die Stelle, wo der Kristall auf der Seite ist, seht ihr? Ist da unten? Ja, die Map von Anfang an, okay. Gut, jetzt schweben wir wieder so geil. Das ist auch ein geiler Backe. Yay, yeah, ich kann schweben. Super. Sehr schön. Wieder ein paar Kristalle mehr. Okay, und ich würde sagen, dass ich mal hier jetzt für heute mal Schluss mache. Ihr habt gesehen, wie das Spielprinzip läuft. Ich werde dieses Spiel jetzt mal vorläufig immer am Wochenende bringen, als Bonusprogramm.
wie ich letzte Zeit schon so kleine Spiele bringe, halt immer so Testspiele, ja nur, weil ich 3-4 Folgen so bringe, je nachdem, bin ich jetzt immer am Wochenende. Dementsprechend könnt ihr euch schon mal nächste Woche freuen, aufs nächste Wochenende für die nächste Folge. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet, würde mich sehr interessieren und dann sehen wir dann uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss.